the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale and the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Oh, erste Runde. Hallo liebe Zuschauer und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur Fanatec GT3 Challenge. Hier in Spaniens Hauptstadt Barcelona. Circuit de Catalunya steht auf dem Programm. GT3 Battle. Heute ohne Boxenstopps. Kurzes 20 Minuten Rennen. 18 Fahrer am Start. Ihr seht hier verschiedene GT3 Fahrzeuge. Kein Pitstop. Und es gibt einen Rolling Start. Heute natürlich wieder am Start der Tommy. Und das schöne Cap Top Design. Ist das ein Canton-Design? Ja. Okay. Vorhin schon mal in der VHS GT Sprint-Serie angetreten. Leider das Rennen sehr, sehr unglücklich verlaufen. Weshalb wir uns entschieden haben, jetzt gleich nochmal hier in der Fanatec GT3 Challenge an den Start zu gehen. Fünfter Startplatz bei 18 Fahrzeugen. Das ist super. Top 5 ist immer super. Noch vom Adalbert. Evil Lacio Junior. Evil. Was sagst du? Evil. Evil Lacio heißt ja einer. Evil Lacio. Bot. Okay. Und da haben wir Victor Sanz auf Pole vor Jimmy Gonzalez und Evil Lacio Bruce Junior. Ganz schön viele 46er da hinter mir. 46-1, 46-1, 46-2. Eieiei. Erstplatzierte hat sich gar nicht qualifiziert. Wahrscheinlich räumt er von hinten auf und wird Erster. Schauen wir mal. Sowieso fixt, ne? Genau. So. Wie lange geht das rein? 20 Minuten, ne? Oh, tut der Arm weh. Aua. Ah. Jimmy Gonzalez. Ja, das Stream, der läuft. Ja, wie viele Autos haben wir? 18 Autos? Ja. Oh. Wo bist du? Fünfter Platz. Ich meine, wo du bist, in der Startaufstellung fehlst du ja. Jetzt, da kommst du. Rummelletzter. Kann man ja auch was verstellen, ne? Ah, der Ferrari da. Links neben mir, der sieht auch gut aus. Alles Gute. Ja, danke schön. Und damit ist das Feld in die Aufwärmrunde aufgebrochen. Wir gucken uns das alles nochmal an hier ganz genau. Der Victor Sanz, wie gesagt, in Führung im Audi. Dahinter Jimmy Gonzalez im Lambo. Dahinter dann Evil Lacio Junior auf Platz 4. Der Olli Kral auf dem 5. Wie gesagt, Thomas Silbernagel Platz 6. Jakob Hohe Platz 7. Wade Hall 8. Comoglio Omar 9. Adalbert Fuchs auf dem 10. Startplatz Ronald Schuster 11. Antonio Calzado Jimenez
12. Ray Dieringer, 13. Rafael Santos Freire, 14. Jan Scher, 15. Christian Lehmann, 16. Fabrizio Cristio, 17. Adam Patton und 18. Chris Williams, Nummer 15. Und da ist das Feld auf die Reise gegangen. Und mal gucken, alles sortiert sich erstmal ein. Wie sie gestartet sind, so ist auch die Reihenfolge der vorderen Plätze. Ivelacci versucht schon anzugreifen, kommt aber nicht ran an den Jimmy Gonzalez. Hinter dem Tommy der Wayne Hall, der den Jakob Hohe überholt hat im Ferrari und der jetzt auch den Tommy angreift. Und da seht ihr es, er geht auch schon an ihm vorbei. Ivelacci. Ihr seht das nochmal im Replay, der erste Unfall des Rennens im vorderen Feld. Ihr seht ja, Ivelacci dreht sich ein, knallt in die Mauer und muss das ganze Feld vorbeilassen. Oh, damit ist sein Rennen kaputt. Schade, dritter Startplatz. Vorne der Wade Hall, der macht ganz schön Druck. Wade Hall, der geht jetzt auch vorbei im Chip an Jimmy Gonzalez und Tommy versucht es auch noch im Mappe, aber keine Chance. Adalbert Fuchs kommt. Adalbert Fuchs hier im McLaren, ihr seht es, unaufhaltsam auf dem Weg nach vorne, schnappt sich jetzt auch den Wade Hall. Hallo! Und hier sehen wir den Ivelacci, der ganz hinten hinter den Chris zurückgefallen ist auf den letzten Platz. Hier wieder ein Stück weiter vorne, der Jakob Hohe in dem Red Bull Ferrari hinter dem Tommy. Und dahinter Antonio Jimenez. Hier sehen wir mal den Comoglio Omar, der den schon mal Antonio Jimenez in dem Lamborghini jagt. Eingangsrunde 2. Hinter dem Comoglio sehen wir hier den Ronald Schuster, der sich hier das Überholmanöver anguckt, wo der Comoglio jetzt an dem Antonio Jimenez vorbeigeht. Erste Kurve. Sauberes Überholmanöver, oder? Nee, der Antonio hält dagegen und der Comoglio, der fällt vielleicht sogar noch hinter dem Ronald zurück, nee, kann die Position halten. Tolle Zweikämpfe hier, obwohl Ronald Schuster außen, jetzt geht er vorbei an dem Comoglio. Hey, da vor mir ist irgendwie weggeploppt. Okay, das war der Wade Hall in dem glänzenden BMW, der hier weggeploppt ist und hier eine kurze Zeit später wieder aufploppt und plötzlich hinter dem Tommy ist. Merkwürdige Verbindungsprobleme. Das muss der Wade Hall gewesen sein. So, also wieder. Ja. Verrückt. Aber plötzlich hinter dir. Ja. Waren aber alle ziemlich gesittet. Runde 3 und alle haben erstmal ihre Position bezogen. Im Hintergrund sehen wir den Ray Dieringer, der versucht an seinem Vordermann vorbeizugehen, was er nicht gerade geschafft hat, glaube ich. Und hier im Bild Jakob Hohe im Ferrari und hinter ihm der Antonio Jimenez und der Roland Schuster. Und hier sehen wir mal den Ray Dieringer, der jetzt angegriffen wird. Oh, und der Rafael Ferrer Ghost Contact schickt raus. Das müssen wir uns doch gleich im Replay nochmal ein. Dieringer. Hier sehen wir nochmal, wie der Rafael angreift. Ist jetzt Luftpolster Ghost Contact und Pech für Ray Dieringer, der auch nochmal andotzt. Aber auch wieder rauskommt natürlich letzter Platz. Schade für ihn. Und der Tommy weiterhin unter Druck von Wade Hall hält sich hier in den Top 5 super. Der Wade Hall ist auch dein engster Gegner zur Zeit. Und der Adalbert Fox, der ist ein bisschen weiter weg. Wir haben hier Adalbert Fox von hinten auf Platz 4 gefahren, in McLaren sauber. Jetzt sehen wir mal den Ronald Schuster, der den Jakob Hohe, Jimmy Gonzalez, davor Ali Kral. Kann ich mir ein bisschen Luft verschaffen. Souverän Victor Sanz. Hier sind wir ein ganzes Stück weiter hinten, Fabrizio Cristo. Und hier unseren Tommy. Eingangsrunde 4.
Gonzales, Jan Kral, beide im Lambo. Und hier nochmal der Roland Schuster, der den Jakob Hove jagt. Und davor Antonio Jimenez. Da Roland Schuster im AMG greift den Jakob Hove an dem Ferrari und geht auch sauber durch. Tolles Überholmanöver. Hier sind wir wieder ein Stück weiter vorne. Jimmy Gonzales, Platz 3. Hinter ihm Adalbert Fuchs und vor ihm Olli Kral. Victor Sanz schon 3 Sekunden vorne weg. Aber der Wind klebt hier am Papu. Tommy immer noch fehlerfrei und souverän vor dem Weltrall, zeigt hier ein tolles Rennen. Und hier sind wir vorne, Eingangs Start und Ziel. Runde 5, die Plätze 2, 3, 4 und weiter hinten unser Tommy. Tolle Kämpfe. Oh, da sehen wir schon den Qualm. Hier ist es passiert. Jimmy Gonzales abgerollt oder ins Ausgeflogen im Kampf mit dem Olli Kral. Müssen wir doch gleich nochmal uns das Replay angucken. Und hier sehen wir den Jimmy Gonzales im Angriff mit dem Olli Kral. Will er vorbeigehen und kriegt ihn ab. Der Olli Kral fliegt auch noch mit durch die Gegend, sodass der Adalbert Fuchs vorbeigehen kann. Und ihr seht hier, er hat kurz nach dem Rennen schon sein Design gewechselt, sodass er hier ein anderes Design auf dem Auto hat und im Replay dann in einem glänzenden Auto daherkommt. Aber es ist derselbe. Und hier geht es gleich weiter. Chris Williams ganz hinten, der hatte schon mal irgendwo einen Einschlag. Sieht man, fährt mit seiner Schrottkarre trotzdem weiter und unweigerliche Folge, Abflug und Überschlag. Gebrauchter Tag. Am besten auslocken und nochmal probieren. Und da geht es ja Schlag auf Schlag. Der kleine nächste Zwischenfall, Ray Dieringer, der vorhin schon mal abgeflogen ist, kollidiert hier mit Comoglio Omar und fliegt erneut ab. Hat heute keinen guten Tag erwischt. Fährt trotzdem weiter. Aber hat natürlich rote Laterne. Während wir hier vorne sind beim Olli Kral, der hinter dem Adalbert Fuchs auf den dritten Platz zurückgefallen ist. Wahnsinns tolle Fahrt von dem Adalbert. Natürlich vor allem hier auch vom Victor Sanz, der hier einzeln und allein in Führung liegt. Ein souveränes Rennen fährt. 2,7 Sekunden nach vorne. Und Tommy inzwischen auf Platz 4 fährt hier ein fehlerfreies, solides Rennen. Bravo! Tankstops gibt es hier nicht, ne? Bitte? Tankstops gibt es hier keinen, oder? Nein. Der Wade Hall ist weit gegangen. Und hier schauen wir mal ein Stück weiter hinter Platz 11. Der Christian Lehmann, vor ihm Jan Cher und hinter ihm Fabrizio Cristio und Comoglio. Hier der Adam Patton, Platz 14. Und der gibt dem Comoglio schon Lichtsignale. Nach vorne und hinten relativ komfortabel. Sorry about that, Antonio. Und da gibt es ein paar kleine Diskussionen zwischen Antonio Jimenez und Wade Hall. Wahrscheinlich, weil der Wade Hall hier ständig am Rumklitschen ist und hinterher der Ronald Schuster guckt sich das an und der wird wohl jetzt über kurz oder lang auch vorbeigehen. Ihr seht ja. Nee, steckt nochmal zurück. Man muss mich ein bisschen korrigieren. Fabrizio Cristio hier, Platz 12. Und hier wieder vorne der Tommy, der ein souveränes Rennen auf dem vierten Platz liefert. Absolute Sahne. Gut ab. Ganz vorne hier Victor Sanz. Souverän in Führung vor dem Adalbert Fuchs, der hier auch eine Top-Leistung abgeliefert hat. Dahinter der Olli Kral und auf dem vierten Platz der Thomas. Der Führende fährt auch ein Audi. Wir gehen gleich in die achte Runde. Wir hoffen, dass sie da vorne noch ein bisschen Quatsch machen, ne? Aber scheint nicht so, die fahren alles souverän. Adalbert Fuchs auf dem zweiten Platz. Die Abstände sind nur relativ klar hier. Wie gesagt, wenn nichts passiert, nach vorne und hinten nichts mehr. Und hier hintere Mittelfeld Christian Lehmann.
Jan Scher und hinter ihm Fabrizio Grisso. Schönes Rennen liefern. Und da sehen wir hier im Replay nochmal den Fabrizio Grisso, der wollte außen vorbeigehen an dem Herrn Lehmann und er ist weggerutscht und naja, nee, war nicht viel passiert, aber einen Anschluss verloren. Eingangsrunde 9, der Tommy souverän auf dem 4. Platz, hinter ihm der Antonio Jimenez, der holt aber so langsam auf. Und hier sind wir ganz vorne bei Adalbert Fuchs in dem herrlichen McLaren, der hier ein Mega-Rennen abliefert. Nur getoppt von Victor Sanz, der aber von Pol losgefahren ist. Adalbert Fuchs, ihr wisst, er ist von ganz hinten losgefahren. Kann man nur den Hut vorziehen, super. Und unser Tommy hält sich auf dem 4. Rang. Auf 5 Minuten. Während der Antonio Jimenez immer näher kommt. Was ist das einer da hinter mir? Der Antonio Jimenez, der holt so langsam auf. I-Rating B-Lizenz. Das ist ganz schön schnell. Das ist nicht der Ferrari, ne? Wo ist denn der Ferrari? Ist er noch hinter dem? Welchen Ferrari? Ferrari war keiner in deiner Nähe. Der Wayne Hall fällt immer mehr zurück mit dem BMW. Der vor uns so weggeklitscht ist. Ja. Das ist ein BMW gewesen. Alpine. Der fällt zurück. Und den Ferrari, den der Tommy meint, den sehen wir hier hinter dem Wade Hall. Das ist der Jakob Howell. Er kämpft jetzt mit dem Jakob Howell in dem Red Bull Ferrari. Boah, wieder aufholt da der Lambo. Unglaublich. Nachbacken, zusammenkneifen. Aber normalerweise bei noch 2 zu fahrenden Runden dürfte das kein Problem sein, für den Tommy den Vorsprung zu halten. Der Antonio ist jetzt hier im entscheidenden Moment zu weit weg. Kneif einfach die Arschbacken zusammen, Meister. Letzte Runde ist angebrochen und wir schauen mal hier Adam Patton gegen Fabrizio Grisio, während der Tommy hier auf dem 4. Platz liegt, immer noch vor dem Cimino und der Victor Sanz hier. Ein souveränes Rennen, der wird das auch gewinnen. Dahinter der Adalbert Fuchs, der hier für mich der Fahrer des Tages ist. Dahinter Olli Kral. Auch ein absolut super Rennen, bis auf den einen Zwischenfall. Hier haben wir den Tommy auf Platz 4. Und hinter ihm letzte Runde Antonio Jimenez, der die Top 5 vervollständigt hier. Alle ein super Rennen gefahren, muss man sagen. Wenig Fehler überhaupt hier, hätte ich nicht so vermutet. Fahren alle sehr sauber. Hier haben wir unseren Führenden, der seinem Sieg souverän entgegenfährt. Hier der Fahrer des Tages, Adalbert Fuchs. Olli Kral sehen wir hier im Lamborghini, damit 3 Marken. Dahinter unser Tommy, auch ein blitzsauberes Rennen. Dahinter Antonio Jimenez, der auch von weiter hinten gekommen ist. Hier haben wir den Ronald Schuster, genauso super Rennen gefahren im alten AMG Mercedes. Wade Hall, ja, ein paar Verbindungsprobleme bisher. Jakob Hohe, ein ganzes Stück zurückgefallen. Dahinter haben wir den Raphael Fähre. Ja, und hier sind wir wieder weiter vorne. Hinter dem Raphael Fähre der Jan Scher, dann der Chris Lehmann. Victor Sanz, der Dritte. Der Herr Omar. Zielstrich. Und dahinter Patton. Und da sehen wir unseren Sieger. Die Ziellinie überqueren. Congratulations, Victor Sanz. Adalbert Fuchs auf Platz 2. Olli Kral auf dem 3. Und der Tommy hat es geschafft. So. Der Tommy hat es geschafft. 4. Platz. Oh, Antonio, that was close. Und Antonio Jimenez Platz 5. Roland Schuster 6. und Wade Hall 7.
Ja, Tommy, das war ein schönes Rennen. Oh ja, mal ohne Zwischenfälle. Mal ohne Zwischenfälle, ja. Ja, war schön. Aber der Lambo, der war doch nicht immer hinten. Da war doch, als der BMW weggeglitscht ist. Keine Ahnung. Kam da nicht noch ein Ferrari irgendwo? Oder habe ich mich da verguckt? Du hast dich verguckt. Er war auf jeden Fall toll. Tommy, Gratulation, vierter Platz. Jetzt dürfte wieder ein paar Pünktchen gut gemacht haben. Ja. 59, um es genau zu sein. Oh. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs. Because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the Ukraine. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.